Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde meiner täglich gefragt, ob ich Shoutouts für euch machen kann oder Leute in meinem Video grüßen kann. Nur ist es mittlerweile einfach schwer geworden, die ganzen Leute in einem Video oder in verschiedenen Videos immer zu grüßen. Und das passt dann meistens auch gar nicht zu den Themen in den Videos und würde vielleicht auch die normalen Zuschauer in Zukunft einfach stören, wenn dauernd irgendwelche Leute gegrüßt werden. Dann habe ich mir lange Gedanken gemacht und mir überlegt, was man machen könnte und bin auf die Idee gekommen, dass man einen Fan des Monats küren könnte und eine extra Rubrik dafür machen könnte, ein gesondertes Video im Monat, dann stört das meine Abonnenten in Zukunft auch nicht und eine extra Playlist für die Leute, wo die Videos dann in Zukunft reinkommen. Einmal im Monat werden dann bis zu 5 Leute ausgesucht, die dann einen Shoutout bekommen oder gegrüßt werden von mir oder auch Werbung bekommen für ihren Kanal. Das ist mir auch vollkommen egal. In Zukunft, was für Leute ihr seid, Hauptsache ihr supportet mich und seid Abonnenten des Kanals, beziehungsweise guckt ihn oft. Also wenn ihr jetzt keine Abonnenten von mir seid, könnt ihr auch dabei mitmachen und in Zukunft mich supporten. Und wie man das macht und wie man Fan des Monats oder Zuschauer des Monats werden könnte oder kann, das erkläre ich jetzt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, wie kann ich Zuschauer oder Fan des Monats überhaupt werden und ist das schwierig? Und im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr müsst mir auf Twitter folgen, unten ist die Adresse in der Infobox und dann einfach die Posts, die ich mache, retweeten oder liken oder was dazu schreiben und einfach aktiv auf Twitter sein. Mehr müsst ihr gar nicht tun, ich bekomme das auch in Zukunft mit und ihr müsst auch keine Angst haben. Ihr müsst nicht die ganzen Sachen aus den letzten Monaten liken. Wenn ihr das Video jetzt einfach seht, könnt ihr damit beginnen und ich bekomme das auch mit, wenn ihr was liked und was retweetet. Ich habe die Benachrichtigung an und dann sehe ich auch ganz einfach, wenn ich was poste, dass das retweetet wurde von euch und geliked wurde. Und dann ist es für mich eigentlich auch relativ einfach, in einem Monat die Top 5 da rauszusuchen. Es braucht auch niemand Angst haben in Zukunft, der eigentlich gar nicht in so einem Video möchte. Ich werde vorher jeden anschreiben, jeden Einzelnen, ob der überhaupt in ein Video reinkommen möchte und ob der seine Insta-, Twitter-Seite oder seinen YouTube-Kanal im Video drin haben möchte. Das ist vollkommen egal, dann jeder wird benachrichtigt und es braucht auch keine Angst haben, der mich ganz normal nur supporten möchte, dass er einfach in dem Video vorkommt ungefragt. Also ich werde jeden Einzelnen vorher anschreiben und dann darf er sich das aussuchen, ob er in dem Video vorkommen möchte oder nicht. Die Videos kommen in eine extra Playlist in Zukunft und das ist auch eher was für die Community. Ich glaube, das wird die normalen Zuschauer jetzt nicht so interessieren, das Video oder die Videos, aber das ist was. Dankeschön von mir an euch und ich hoffe, das macht euch in Zukunft Spaß. Sämtliche Regeln sind auch unten in der Infobox nochmal alles erklärt, falls ich auch was vergessen haben sollte, weil ich denke, es ist alles relativ einfach. Twitter ist einfach für YouTuber die beste Seite, um an Reichweite zu gewinnen, beziehungsweise auch seine Videos täglich zu posten. Und deswegen mache ich das auf Twitter und das ist auch dort auch wesentlich leichter zu durchschauen, wer da wie oft retweetet oder liked in Zukunft. Und das macht dann einfach auch wesentlich mehr Spaß. Und ist dann einfacher, als wenn man dann noch auf Instagram oder so auf verschiedene Plattformen verteilt das Ganze. Deswegen unterstützt mich auch gerne auf Instagram in Zukunft. Ich bekomme das dort auch mit. Allerdings ist Twitter wirklich das Wichtigste momentan für uns kleine YouTuber zumindest. Und Facebook ist sowieso so gut wie tot. Und von daher habe ich mich für Twitter entschieden. Und es ist dann auch etwas leichter, dort durchzugucken oder durchzuschauen oder durchzublicken in dem Fall, wer da wie oft liked und retweetet. Und so wird es in Zukunft, glaube ich, relativ einfach sein, die Top 5 auszusuchen. Vielleicht werden es auch nur mal 3 Leute sein. Vielleicht haben auch Leute gar nicht Lust, in die Videos zu kommen. Werde ich ja in Zukunft sehen. Auf jeden Fall ist das für mich einfach ein Dankeschön an euch und die Möglichkeit halt auch, die Leute in Zukunft zu grüßen in den Videos. Da werden einfach die aktiven Leute belohnt. Und jeder hat die gleiche Möglichkeit, in die Videos zu kommen. So ist es auch nicht ungerecht, wenn einfach mal jemand gegrüßt wird in Zukunft. Und ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Und mir fällt auch ein Stein vom Herzen, weil das war jetzt ganz schön anstrengend, sich das die ganze Zeit zu überlegen, was kann man denn da machen. Und ich denke, es ist vielleicht jetzt noch ein bisschen albern mit meiner Reichweite, sowas für seine Community zu machen, aber es ist nie zu früh, denke ich. Und ja, es ist für mich einfach ein Dankeschön an euch, dass ihr einfach fleißig guckt in Zukunft und auf Twitter euch Mühe gibt, in Zukunft mich zu unterstützen und den Kanal vielleicht noch ein bisschen bekannter zu machen in Zukunft. Und dann ist das einfach, glaube ich, eine tolle Sache, dass ihr damit einfach in Zukunft belohnt werdet. Und mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Das ist das erste Video, was in die Playlist reinkommt. Dort werden auch die ganzen Danke-Videos und Abonnenten-Specials noch reinkommen. Und in Zukunft dann halt der Fan bzw. Zuschauer des Monats, wie auch immer ihr euch nennen wollt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei beim Mitmachen und einen schönen Tag. Bis bald.